das Eulengebirge. Um keinen anderen Ort ranken sich so viele Mythen und Legenden. Hier soll das Dritte Reich im Totalen Krieg ein gigantisches und streng geheimes Bauvorhaben durchgeführt haben, um eine drohende Niederlage abzuwenden. Auch der Goldzug mit 300 Tonnen Gold an Bord soll auf seiner Reise bei Waldenburg spurlos verschwunden sein. Kilometerlange Stollen, tief im Wald und noch tiefer unter der Erde. Hier sollen die Nationalsozialisten ihrem Führer ein neues Hauptquartier erschaffen haben. Noch mysteriöser als die Stollenanlagen ist ein Ort namens Ludwigsdorf, das heutige Ludwikowice, bekannt unter dem Namen Möltgewerke. Hier steht bis heute ein merkwürdiger Stahlbetonkreis, um den sich zahlreiche Mythen legen und den Ort Ludwikowice überschatten. Der Startplatz für die Reichsflugscheibe. An diesem Bauwerk gehen die Meinungen der Experten auseinander und es wird heftig über seine Verwendung gestritten. Der Betreiber des dort befindlichen Museums behauptet, dass es sich um einen Start- und Landeplatz der legendären Reichsflugscheibe handelt. Auch als Testanlage für die Glocke, eine Apparatur, die durch Antigravitation angetrieben wurde, soll der mysteriöse Betonkreis gedient haben. Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich hinter diesen Aussagen und Behauptungen? Ich mache mich auf die Reise in das Eulengebirge, um vor Ort zu recherchieren und mich dort umzusehen. Die Reichsflugscheibe soll ein untertassenförmiges Flug- und Raumfahrzeug gewesen sein, welches im Dritten Reich entwickelt, erprobt und erbaut worden sein soll. Dieses Luftfahrzeug soll enorme Flugfähigkeiten besessen haben, die auf eine sehr fortschrittliche und bis heute nicht bekannte oder geheim gehaltene Technik basiert. Die Reichsflugscheiben werden auch mit neuartigen U-Booten, den Unidentified Submarine Objects, kurz USO, in Verbindung gebracht. Nach 1945 mehrten sich Sichtungen von untertassenförmigen Flugobjekten in den USA und Europa. Viele Berichte von Soldaten, Polizisten und Zivilisten gibt es und viel soll laut Aussagen von Augenzeugen von den Geheimdiensten unter Verschluss gehalten werden. Erst neulich tauchten solche Objekte auf und machten den Militärs das Leben schwer. Die Infrarotgeräte von Marinefliegern filmten diese Objekte am Himmel. Eine für diesen Vorfall ins Leben gerufene Taskforce soll eine Erklärung für diese Phänomene finden. Das gelang aber nicht und man hat bis heute keine eindeutige Erklärung für die veröffentlichten Aufnahmen, die global durch die Medien gingen und auch Politiker führten Pressekonferenzen über die Phänomene durch. Andere Länder nehmen solche Vorfälle am Himmel immer ernster und berufen wissenschaftliche Expertenkommissionen zur Erforschung solcher Sichtungen ins Leben. Die Bundesrepublik Deutschland hat keinerlei Interesse an der Erforschung solcher Phänomene, bis jetzt. Die Universität Würzburg will die seltsamen Objekte am Himmel erforschen und diese Forschung in die anerkannte Wissenschaft führen. Sie erklärte die unbekannten fliegenden Objekte zu einem Schwerpunkt im Gebiet der Luft- und Raumfahrt. Die Universität Würzburg entwickelte intelligente Sensoren, um den Himmel nach merkwürdigen Aktivitäten abzusuchen. Diese werden auch erfasst und in ca. 97% der Fälle gibt es logische Erklärungen. Lediglich 3% der gesichteten Objekte lassen sich nicht erklären. Hierbei sollen die Objekte aus dem Stand hohe Beschleunigung erreichen, abrupte Richtungswechsel vollführen und auf der Stelle schweben, ohne dass Geräusche wahrgenommen werden können. Exakt diese Eigenschaften tauchen auch in vielen militärischen Berichten über solche Phänomene, die sich Unidentified Aerial Phenomen, kurz UAPs, nennen. Der deutsche Wissenschaftler, Professor, Doktor und Ingenieur Hakan Kayal ist Leiter der Forschung an der Universität Würzburg. Er betonte mehrfach die Wichtigkeit der Forschung in diese Richtung, nachdem die UAPs durch offizielle Stellen der US-Streitkräfte bestätigt wurden und diese Thema in den USA große Aufmerksamkeit erregte. Professor Hakan Kayal tritt eindeutig für weitere Forschung ein und einen offeneren Umgang mit UAPs. Mehrere befreundete Piloten, ehemalige Militärpiloten, die heute Passagierflugzeuge fliegen, eröffneten mir gegenüber auf genauer Nachfrage nach UAPs, dass sie selbst Dutzende solche Beobachtungen gemacht haben, militärisch wie zivil. Sie meldeten diese Phänomene selten und vereinbarten untereinander, dass man besser Stillschweigen über solche Sichtungen bewahren sollte, um nicht als unzuverlässig oder wirr abgestempelt zu werden und sogar seine Lizenz verlieren zu können.
Ein Vorfall ist mir bekannt, wo ein Kampfpilot Bilder von solchen Sichtungen angefertigt hat und er diese seinen Vorgesetzten weitergeleitet hat. Er wurde daraufhin von Geheimdienstlern befragt und hat die Order bekommen, darüber besser nicht zu sprechen, den Vorfall abzustreiten und in Zukunft Unterhaltungen in diese Richtung zu unterlassen, da es für ihn und seine Karriere Konsequenzen haben könnte. Vielleicht öffnen sich weitere Piloten der Öffentlichkeit und reden über ihre Sichtungen, die keine Seltenheit sind, nachdem es jetzt eine offizielle Stelle der Universität Würzburg gibt, die solche Phänomene erforscht. Es liegt sehr nah, dass besonders die deutsche Wissenschaft sich mit diesem Thema befassen sollte, da angeblich das Dritte Reich solch ein Flugobjekt erbaut haben soll, dem solche Flugeigenschaften nachgesagt werden. Die Reichsflugscheibe soll doppelte Schallgeschwindigkeit erreicht haben. In unter 3 Minuten soll die Reichsflugscheibe eine Höhe von über 12.000 Metern erreicht haben, nachdem sie vertikal gestartet sein soll. Augenzeugenberichte von 1944 sagen eindeutig aus, dass sie diese Flugobjekte gesichtet haben und auch Berichte aus London besagen Ähnliches. Auch die New York Times berichtete über diese Sichtungen. Die Alliierten erschreckten angesichts der Berichte über die neue deutsche Technologie. Sie befürchteten eine neue Luftüberlegenheit des Dritten Reiches, dem sie nichts entgegenzusetzen hatten. Die der Reichsflugscheibe zugeschriebenen Flugeigenschaften sind bis heute physikalisch unmöglich. Angeblich oder haben die Alliierten nach dem Krieg die Technologie erbeutet und diese selber erforscht und erprobt? Fakt ist, nach 1945 explodierte die Zahl der UFO-Sichtungen in den USA. Zahlreiche deutsche Wissenschaftler wurden nach dem Krieg in die USA verbracht, wo sie dort an ihrer Forschung weitergearbeitet haben. Es ist also vorstellbar, dass auch weitere Wissenschaftler und Technologien im Geheimen in die USA verbracht worden sind. Der Chef des Geheimwaffenprogramms SS-Obergruppenführer Hans Kammler ist laut kürzlich durch das ZDF veröffentlichte geheime Dokumente in die USA verbracht und dort verhört worden. Offiziell hieß es, dass Kammler sich 1945 das Leben genommen habe. Kammler soll in den USA weiter an der Entwicklung der sogenannten Wunderwaffen für die US-Regierung geforscht haben. Gab es also im Dritten Reich eine Forschung an revolutionären neuen Antrieben, die den Luftfahrzeugen noch nie dagewesene Flugeigenschaften verleihen sollten? Es gab viel Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. Der Raketenantrieb zum Beispiel. Oder das erste Strahltriebwerk der Welt, welches in der Me 262 zur Anwendung kam. Der Horten-Nur-Flüger, die Ho 229, die um Jahrzehnte ihrer Zeit voraus war. Dieses Luftfahrzeug war für den feindlichen Radar nahezu unsichtbar und war somit das erste Luftfahrzeug der Welt, welches über ausgezeichnete Tarneigenschaften verfügte. Die Horten-Ho 229 hat erstaunlich viel Ähnlichkeit mit bis heute modernsten Luftfahrzeugen der US-Amerikaner, wie zum Beispiel der Tarnkappenbomber B-2. Zurück auf die neuesten Sichtungen der US-Streitkräfte, die nicht zu erklären sind. Die gesichteten Flugobjekte und dessen Aufnahmen der US-Piloten zeigen ganz besondere Flugeigenschaften. Die UAPs konnten nicht nur besonders schnell fliegen, sie konnten auch ins Wasser abtauchen. Das Dritte Reich soll es geschafft haben, die Eigenschaften der Reichsflugscheibe mit einem U-Boot zu kombinieren. Diese Objekte konnten nicht nur schnell fliegen, sie konnten ihre Flugeigenschaften auch unter Wasser fortsetzen. Die Gemeinsamkeit dieser Entwicklungen aus dem Dritten Reich mit den erst kürzlich durch die US Navy veröffentlichten Aufnahmen der UAPs ist erschreckend. Wirkliche Beweise für die Existenz dieser Luft- und Wasserfahrzeuge gibt es nicht. Oder wird sie bis heute geheim gehalten? Hat die Bundesrepublik Deutschland kein Interesse an der Erforschung dieser Sichtungen, da sie bereits weiß, dass diese Technik existiert und sie sogar aus Deutschland stammt? Werden deshalb Augenzeugen als verrückt erklärt? Ist diese Technik immer noch in der Erprobung? Und steht sie jetzt kurz vor ihrer Serienreife? Diese Fragen lassen viel Spielraum für Spekulationen. Sind die jüngsten Sichtungen vielleicht doch irdischer Natur und haben sie hier in Ludwigsdorf, dem heutigen Polen, ihren Ursprung? Jim Dobro und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klappspaten TV. Wir sind heute an dem Ort, wo angeblich die Reichsflugscheibe gelandet ist und oder die Glocke, ja, die durch Antigravitation angetrieben werden sollte. Wir schauen uns das Ganze mal an, was hier damals wirklich war. Es ist ein Touristenmagnet, deswegen schlachtet man das aus. Hier ist eine Reichsflugscheibe gelandet. Ich habe mich nochmal durchgefragt und mich mit meinen Locals hier ein bisschen unterhalten. Man weiß bis heute nicht, was genau hier geschah. Diese ganze Technik, alles was hier steht, V1, Autos und ist alles irgendein Kram, um das ein bisschen spektakulär zu machen für die Touristen, dass sie hier was zu sehen bekommen. Weil letzten Endes habt ihr ja nur diesen Ring aus Stahlbeton, der auch gerne Stonehenge von Polen genannt wird oder als solcher bezeichnet wird, was natürlich auch völliger Unfug ist. Das ist unzutreffend, das ist einfach nur ja, reine Fiktion. Aber wir schauen uns mal hier um, was hier damals tatsächlich stattgefunden haben könnte, weil wir haben hier auch unterirdische Bauwerke. Und ich denke mal, das ist der Schlüssel zum Geheimnis, weil anhand von diesen Bauwerken kann man irgendwo erkennen, was hier damals wirklich produziert wurde, was man hier gemacht hat.
Wir gehen jetzt hier rein, wo angeblich die Glocke oder die Reißflugscheibe landen sollte. Was damit auf sich hat, also mal eben schon mal gesagt, ich halte das einfach für ein Mysterium, was einfach Fiktion ist. Also das hat wahrscheinlich nie stattgefunden. Man hat hier einen Feuerplatz in der Mitte gebaut. Der war natürlich damals auch nicht da. Und jetzt stehen wir quasi in dem Kreis. Auf diesem Gelände war zu Zeiten des Krieges eine Munitionsfabrik der Firma Dynamit Nobel. Hier befand sich auch ein Steinkohlebergwerk, die Wenzelausgrube. Hier wurde seit 1771 Steinkohle gefördert. 1941 wurde das ewig insolvente Bergwerk an die Wehrmacht übergeben. Über die weitere Nutzung der Grube bis 1945 gibt es keine gesicherten Informationen. Alle Behauptungen sind rein spekulativ. Der Stahlbetonkreis, auch Fliegenfalle genannt, hat seinen Namen von den Sowjets erhalten, da sie das verlassene Gelände und das Betonskelett mit einem Netz aus Stahlseilen überzogen vorfanden. Es gibt verschiedene Theorien, worum es sich bei diesem Gebilde handeln könnte. Eine mögliche Theorie besagt, dass es ein Fundament für einen Kühlturm war. Da sich hier ein Kraftwerk befand, klingt das erstmal plausibel. Andere Theorien besagen, dass hier an der revolutionären Antigravitation geforscht wurde. Angesichts der Tatsache, dass hier rund 60 Wissenschaftler bestehend aus Mathematiker, Physiker, Biologen, Techniker und Ähnliches arbeiteten, wohlgemerkt, hier wurde offiziell nur Munition hergestellt, könnte das bei näherer Betrachtung auch möglich gewesen sein. Besonders der Tatsache entgegen, dass über dieses Werk, ähnlich wie über das Projekt Riese, keine Dokumente über Sinn und Zweck existieren oder bis heute geheim gehalten werden. Angeblich soll die magnetische Energie innerhalb dieses Kreises ca. 20-fach erhöht sein. Andere Theorien wollen sich nicht eindeutig festlegen und bestätigen noch dementieren sie die ersten beiden Theorien. Da alle Informationen rein spekulativ sind, schaue ich mich an diesem Ort genauer um, um mir eine Meinung erlauben zu können. Ist natürlich hier auch alles für die Touris schön gemacht. Das muss spektakulär sein. Das ist alles nicht original. Ja, alles Nachbauten, Hauptsache spektakulär. An dem Stahlbetongerüst, dem Fliegenfänger, finden wir keinerlei Befestigung oder Ähnliches, womit man eine Apparatur, die durch Antigravitation angetrieben wird, hätte fixiert werden können. Auch auf dem Boden, der angeblich durch eine gekachelte Wanne bestanden haben soll, lässt sich nicht erkennen oder erahnen. Die mögliche Theorie eines Kühlturms und dessen Betonfundamente auf dem Boden, die für die Aufnahme von Rohrleitungen dienen sollten, um das kondensierte und abgeregnete Wasser hätten auffangen sollen, finden wir hier nicht. Näher betrachtet sagt dieses Gelände nichts über seine Bestimmung aus. Werfen wir mal einen Blick auf die Kohlengrube und auf die existierenden Theorien. 1931 kam es hier zu einem folgenreichen Grubenunfall, der den Bankrott der sowieso kaum ertragsreichen Grube führte. Staatliche Hilfen, die seitens der Nationalsozialisten versprochen wurden, blieben aber aus. Zum Anfang des Krieges wurde die Grube verstaatlicht und es folgten Umbaumaßnahmen. Das Gelände selbst ist durch seine Beschaffenheit hervorragend dazu geeignet, diesen Komplex gut zu überwachen. Hier gab es drei Ringe an Zäunen und das Gelände war stark militärisch bewacht. Die Gebäude wurden gut getarnt und in den Wäldern befinden sich viele Bunker, die zur Lagerung von Munition genutzt wurden. Auch ein stark ausgebautes Wegenetz ist sehr auffällig und zeugt von einer gewissen Priorität der Anlage. Angeblich sollen hier chemische Kampfstoffe hergestellt und gelagert worden sein. Obwohl Hitler den Einsatz solcher Kampfmittel ausdrücklich verboten hatte, da im Ersten Weltkrieg als Soldat selber durch solche Waffen verwundet wurde, hat das Dritte Reich neuere und effizientere Kampfstoffe entwickelt, aber nie eingesetzt. Laut dem Buch Die Wahrheit über Wunderwaffen sollen in dem ehemaligen Bergwerk viele Elektrotechniker gearbeitet haben. Auffällig waren die weißen Kittel als Arbeitskleidung. Weiter heißt es, die Grube sollte einer unterirdischen Stadt gleichen und die tiefste Sohle soll sich in über 600 Metern befunden haben. Zudem soll das dort arbeitende Personal mehrmals täglich Tabletten einnehmen müssen. Die Zahl der dort beschäftigten Personen reichen von 40.000 bis 70.000, aber wirklich überprüfbare Zahlen gibt es nicht. Eine Überprüfung des Bergwerks ist heute nicht möglich, da durch Abschalten der Pumpen die gesamten Stollen mit Wasser geflutet sein sollen und alle
Zugänge versiegelt wurden. Mögliche Aufklärung könnte in russischen Archiven liegen. Das wird aber vehement seitens der russischen Regierung abgestritten. Laut Aussagen von Professor Moldaver, Strafgefangener des Lager Großrosen, nach eigenen Angaben stand er im direkten Kontakt mit Hans Kammler, SS-Obergruppenführer und Chef der Geheimwaffenentwicklung. Angeblich soll sich im Eulengebirge ein Zentrum für Flugwaffenforschung befunden haben. Wenn man diesen Aussagen Glauben schenken sollte, wäre es durchaus möglich, da bis heute diverse unterirdische Bauwerke nicht gefunden wurden. Laut Aussage von Albert Speer, dort ein Großteil der Produktion des Dritten Reiches an Beton verbaut worden sein soll und die Organisation Werwolf nachweislich bis lange nach dem Krieg dort besonders aktiv gewesen ist. Liegt das Geheimnis der Wunderwaffen unter unseren Füßen? Hat bis heute niemand das Bergwerk erkundet? Haben auch die Sowjets, die das gesamte Gelände nach dem Kriegsende ebenfalls als militärischen Sperrbezirk ausgerufen haben, dort keine Ermittlungen durchgeführt? Oder hat die SS die bedeutendsten Sohlen des Bergwerks raffiniert getarnt und dann geflutet? Diesen Fragen sind bis heute angeblich ungeklärt. Es ist kein Geheimnis, dass das Dritte Reich seine Rüstungsproduktion unter die Erde verlagerte. Richteten die alliierten Bombenangriffe doch verheerende Schäden an der Industrie an. Bis 1944 hatte das Reichsministerium unter Albert Speer die Leitung der U-Verlagerung. Ab 1944 übernahm SS-Obergruppenführer Hans Kammler die gesamten Kompetenzen und leitete neben dem Geheimwaffenprogramm auch noch die unterirdische Rüstung. Angeblich sollen hier im Eulengebirge die wichtigsten und technologisch am weitesten entwickelten Waffen für die Luftwaffe erforscht und erprobt worden sein. Angeblich will Professor Moldaver nach dem Krieg durch einen Ingenieur herausgefunden haben, dass die Grube mit dem Komplex Riese eine Verbindung hatte. Das ist bis heute nicht bestätigt. Experten vermuten lediglich eine Verbindung. Gefunden hat man bis heute nichts dergleichen. Laut Professor Moldaver erprobte das Dritte Reich hier eine geheime Waffe für die Luftwaffe. Stützung dieser Theorie sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Ihre Soldaten machten erschreckende Beobachtungen und dieses Phänomen schaffte es sogar in die New York Herald Tribune. Auch eine britische Zeitung schrieb über die Fertigstellung einer neuartigen Waffe der Deutschen. Mit diesem Thema befassen wir uns in einer weiteren Dokumentation. Bis jetzt wissen wir nur, dass sich unter diesem Gelände ein sehr großes Bergwerk, welches geflutet ist, befindet. Wir schauen uns weiter um. Nun befinden wir uns in einem bunkerähnlichen Gebäude. Dieses wurde eigens für touristische Zwecke erbaut, wie uns unser Führer unter vorgehaltener Hand öffnete. Auch sämtliche Türen und Schilder wurden mit Reichsadlern versehen, um hier den Nationalsozialismus allgegenwärtig erscheinen zu lassen. Damit diese Türe noch geheimnisvoller erscheint, hat man kurzerhand noch ein Handrad angebracht. Der Tourist bekommt hier einiges an Sensationen geboten. Weiter unten in dem bunkerähnlichen Gebäude befindet sich der originale Versorgungstunnel. Dieser wurde einfach mit dem neuen bunkerähnlichen Gebäude verbunden. Also hier haben wir noch irgendeine Türe mit einem Reichsadler. Das hat man nachträglich gemacht, also es ist nicht echt. Es ist eine schwere Gasschutztüre, also eine Luftschutztüre, und hier geht es dann in den unterirdischen Bereich. Gehen jetzt mal hier diesen Gang rein und schauen mal, wo das hier hinführt. Ist alles nass hier, feucht, ist nicht hoch. Nun befinden wir uns in dem alten Versorgungstunnel. Dieser führt in die Tiefe in Richtung Betonkreis und kommt von oben Richtung heute im Wald und damalige Industrie. Das geht richtig tief unter dieses Bauwerk runter. Hier am Rand fließt Wasser. Hier ist Nebel drin, ne? Aber richtig Nebel. Das hier liefen überall Kabel lang, ne? Das sind Kabeltrassen. Also hier auf der linken Seite, das sind alles Kabeltrassen. Hier läuft ein Rohr durch, das ist gut versintert. Und da unten ist zugemauert. Haben die zugemauert, ey. Scheiße. Ja, guck mal, das geht da weiter. Ist dann verschüttet. Aber da ist Verschüttung. Ja, aber nicht so richtig. Ja, es geht da noch weiter. Das ist ein bisschen verschüttet. Ja. Da konnte man durch. Ja, ja, aber hier ist die Mauer. Das hinten rechts ab. Ja, das geht unter das Ding drunter. So, und da sind wir gekommen. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Alles Kabeltrasse. Also hier sind richtig dicke Leitungen tatsächlich da lang gelegt worden. Aber wofür das war,
Weiß man nicht. Ist alles nass hier unten. Ja, und hier ist Ende. Hier geht's hoch. Ach, da ist man in diesem Bunker drin. Den haben die da einfach nur draufgesetzt. Also es ist interessant, alleine jetzt zu sehen, dass hier tatsächlich dicke Leitungen, Stromtrassen, Richtung diesem Stahlbetonkreis gewandert sind. Also es ging hier oben drüber tatsächlich, bis nach unten, und das geht richtig tief nach unten. Ihr habt es ja eben gesehen, aber man kommt halt nicht drunter. Ne? Wir gehen hier mal hoch. Also auch hier, da sieht man, hier liefen Kabel durch. Deswegen ist es so gebaut worden. Das kann man auch gut sehen in der Stahlindustrie. Überall, wo dicke Stromleitungen lang liefen und Versorgungsleitungen, war das so gebaut. Also es ist tatsächlich typischer Baustil aus Backstein. Und überall läuft hier das Wasser in die Hütte rein. Und hier muss ich mal anmachen. Guck mal näher, weil hier ist unter Wasser. Ja, das wird auch tiefer. Hinten ist zugemauert. Also hinten ist wieder zugemauert, Freunde. Da geht es auch noch irgendwo weiter. Also das Ding ist wirklich, das hat irgendeine Funktion. Hier ist irgendwas mit Energie. Man brauchte viel Energie, um hier irgendwas machen zu können. Ob das mit der Atomforschung zusammenhing, ob das mit anderen Forschungsdingern zusammenhing. Man weiß es nicht. Das sind alles... Ist das Metall? Nee. Ton, Keramik oder sowas. Also man hat hier ordentlich Energie gebraucht, aber es ist, wie gesagt, bis heute weiß man das tatsächlich nicht, was hier damals hat stattgefunden. Nüchtern betrachtet ist dieses Bauwerk klein und auch sein Zweck ist eher unbedeutend. Wir finden hier einen normalen Versorgungstunnel für Stromkabel vor, der durch ein nachträglich errichtetes Bauwerk ergänzt wurde. Um diesen leeren Gang interessanter zu gestalten, wurden Schautafeln von deutschen Waffentechnologien und deren Beschreibungen ausgestellt. Ein kleiner Raum mit deutschen Soldaten und Arbeitern wurde ebenfalls errichtet. Zudem hat man noch eine Reichsflugscheibe als Modell dort ausgestellt. Um den Ganzen eine gruselige Atmosphäre zu verleihen, hat man diverse nachgemachte Reichsadler und Schilder aufgehangen. Ein Anwohner sagte mir, er sei über den Kabeltunnel direkt unter den Betonkreis gelangt und hätte dort dicke, kreisrunde Kupferrohre gesehen. Ob diese Aussage der Wahrheit entspricht, kann ich nicht nachprüfen, da eine Mauer mir den Weg versperrt. Der Versorgungstunnel verläuft von dem im abschüssigen Gelände befindlichen Elektrizitätswerk Richtung Wald, wo sich ebenfalls Industrie- und Lagerbunker befunden haben. Deswegen ist der Versorgungstunnel auch stahlabfallend in Richtung Elektrizitätswerk. Dass Stromkabel durch den Versorgungstunnel bis zur höher gelegenen Industrie verlegt worden, ist ebenfalls schlüssig. Es gibt keinerlei Dokumente, die das belegen. Auch Originalaufnahmen sind sehr selten und belegen diese Verwendung nicht. Alles Wissen über diesen Komplex ist spekulativ. Was wir mit Sicherheit sagen können, hier wurde Strom erzeugt und dieser dann auf die umliegenden Industrien verteilt. Ob hier tatsächlich an der Glocke ein kupferfarbenes Fluggerät von etwa 3 Meter Durchmesser, dessen Kern ein revolutionärer Antrieb, der einen elektrisch aufgeladenen Wirbel erzeugte, erforscht oder gar getestet wurde, bleibt weiterhin ungeklärt. Ob dieser mysteriöse Stahlbetonkreis wirklich in Verbindung mit dieser Apparatur steht, bleibt ebenfalls ungeklärt. Wie weit das Dritte Reich mit diesen Fluggeräten und dessen Entwicklung wirklich war, werden wir wohl nie erfahren. Fakt ist, das Dritte Reich und dessen enorme Anstrengung, neue Waffentechnologien zu erschaffen, mit einer Vielzahl an ausgezeichneten Wissenschaftlern, schaffte es, solche Waffen zu entwickeln, die um Jahrzehnte ihrer Zeit voraus waren. Und aus dieser Technologie beruhen bis heute die fortschrittlichsten Waffen der Welt. Wenn das Dritte Reich im Besitz über das Wissen dieser Flugobjekte war, dann haben es die Sieger nach dem Kriege mit Sicherheit erbeutet und im Geheimen erforscht und weiterentwickelt. Merkwürdig bleibt, dass sich die Sichtungen dieser Flugobjekte nach dem Kriege exorbitant erhöhte. Daraus abgeleitet ist es durchaus möglich, dass die gesichteten Phänomene irdischer Natur sind und dass ihr Ursprung aus Deutschland stammt oder zumindest der Grundstein für diese bahnbrechende Technik in Deutschland gelegt wurde. Wenn
Wenn das Dritte Reich wirklich über diese Technik verfügte, ist es dann auch vielleicht vorstellbar, dass wertvolle Güter damit an einen geheimen Ort verbracht wurden? Wird der Goldzug deshalb nicht gefunden? Hat man das Gold auf diese Luftfahrzeuge verlagert und abtransportiert? Seit 1880 besaß Ludwigsdorf Bahnanschluss an der Bahnstrecke Waldenburg-Glatz. Wäre es denkbar, dass der Zug nach Ludwigsdorf umgeleitet wurde und deswegen auf seiner geplanten Route verschwand? Ist bereits vor Ende des Krieges das Wissen, die Baupläne, die Wissenschaftler und die bereits existierenden Fluggeräte in Sicherheit gebracht worden? Was hat es mit dem angeblichen Aussagen von Admiral Karl Dönitz von 1943 auf sich? Die deutsche U-Boot-Flotte ist stolz, ein irdisches Paradies, eine uneinnehmbare Festung für den Führer gebaut zu haben, am unteren Ende der Welt. Admiral Karl Dönitz im Jahre 1943. Was hat diese Aussage mit der Operation High Jump im Jahre 1946-1947 gemeint? Und wie war die Aussage von Admiral Richard E. Bright gemeint? Ich möchte niemanden erschrecken, aber die bittere Realität ist, dass im Falle eines erneuten Krieges die Vereinigten Staaten durch fliegende Objekte angegriffen werden, welche mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol fliegen können. Die fantastische Eile, mit der die Welt zusammenschrumpft, erklärt der Admiral, ist eine der objektiven Lektionen, die wir auf der antarktischen Erforschung gelernt haben, die wir gerade beenden. Ich kann nur die Mahnung an meine Landsleute aussprechen, dass die Zeit vorbei ist, in der wir uns in eine komplette Isolation zurückziehen und in dem Vertrauen entspannen konnten. Die Entfernungen, die Meere und die Pole boten uns eine Garantie der Sicherheit. Gibt es einen Zusammenhang? Warum sind dann aber so viele hochrangige Geheimnisträger des Dritten Reiches in alliierte Gefangenschaft gekommen? Warum hat niemand von ihnen bei der Vernehmung darüber gesprochen? Oder haben sie darüber berichtet und aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Expedition High Jump gestartet? Warum genau wurden diese wichtigen Männer des Dritten Reiches zurückgelassen? Oder wurde nur ein noch elitärerer Kreis eingeweiht und evakuiert? Fakt ist, nach der Expedition von Ernst Schäfer nach Tibet hatte das Dritte Reich ein großes Interesse an der Erforschung der Antarktis. Laut beschlagnahmten und mittlerweile freigegebenen Dokumenten seitens der Russen hatte das Dritte Reich bereits 1941-42 genaue Kenntnisse, was sich unter dem Eis befand. Ein weiterer Fakt: Es wurden Männer und Frauen von Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine und SS gesucht, die keine Familie hatten. Ihnen wurde vor Offenlegung der durch den Führer Adolf Hitler persönlich aufgetragenen Aufgabe eröffnet, dass sie sich auf einen Auftrag ohne Wiederkehr einlassen würden. Nach Einwilligung wurden sie ausgewählt und in Marsch gesetzt. Dokumente über diese große Aufgabe wurden durch den sowjetischen Abwehrdienst SMERSH beschlagnahmt und in die Sowjetunion verbracht. Bei Freigabe wurde die Echtheit der Dokumente zweifelsfrei belegt. Allerdings ist man sich nicht sicher, ob dies nur als Ableckung seitens des Dritten Reiches gedient hat. Dazu werde ich in einer weiteren Dokumentation berichten. Ob nun wichtige Größen des Dritten Reiches wirklich zu dieser geheimen Basis aufgebrochen sind, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Für die Öffentlichkeit zumindest. Die Geheimdienste werden die Antworten auf die Fragen mit Sicherheit haben. Ob diese Zusammenhänge reine Fiktion sind oder nicht, kann nicht eindeutig verneint werden. Die Aussagen von hochrangigen Militärs, Berichten und veröffentlichten Geheimdokumenten halten dagegen. Immer mehr offizielle Erklärungen zu Ereignissen werden durch offizielle Dokumente, die lange nach dem Krieg noch als geheim galten und jetzt veröffentlicht werden, als Lüge enttarnt. Das neueste und verstörendste Ereignis war die Deportation von SS-Obergruppenführer Hans Kammler, Chef des Geheimwaffenprogramms des Dritten Reiches. Die USA verkündeten dessen Tod, um ihn unbehelligt in die Vereinigten Staaten zu verbringen. Dort wurde er verhört. Welche Geheimnisse gab er wirklich preis? Fühlte er sich auch nach dem Untergang des Dritten Reiches seinem Eid weiter verbunden und bewahrte sein Wissen von dieser revolutionären Technik? Durch die jüngsten Ereignisse und die bestehenden Aussagen von hochrangigen Militärs machen die Übergänge von Fiktion und Wirklichkeit fließend. Früher noch als Fiktion betrachtet, sind viele Theorien jetzt bestätigt worden. Auch der Verbleib von Dutzenden deutschen U-Booten wirft neue Rätsel auf. Sind sie durch Feindeshand zerstört worden und liegen mit ihren Besatzungen auf dem Grund der Meere? Oder sind sie zur geheimen Basis, die von Karl Dönitz erwähnt wurde, aufgebrochen? Es existieren mehr ungeklärte als geklärte Fragen zum Dritten Reich. Und somit wird dieses Thema auch weiterhin die Fantasie der Menschen beflügeln und Raum für weitere Spekulationen zulassen. Werden wir je die gesamte Wahrheit über den Fortschritt des Dritten Reiches erfahren? Wir sprechen von Wunderwaffen, aber was ist damit überhaupt gemeint? Gerne werden die V-Waffen,
die sogenannten Vergeltungswaffen, als Wunderwaffen präsentiert oder bezeichnet. Aber welche Wunder genau brachten diese Raketen? Zudem kam der Begriff Wunderwaffen erst auf, als die V-Waffen bereits im Einsatz waren. Oder sollte die Begrifflichkeit Wunderwaffe wirklich von einer ganz neuen Waffe kommen? Eben eine Waffe, die Wunder vollbringen konnte. So wie man die Flugeigenschaften von Weißflugscheiben und der Glocke gerne als Wunder bezeichnet. Was also verstand man unter dem Begriff Wunderwaffen? Auch diese Frage ist bis heute nicht geklärt. Fakt ist, eine Vergeltungswaffe ist keine Wunderwaffe. Nun zurück zu Ludwigsdorf und dem Betonkreis, der als Fliegenfänger bezeichnet wird. Gern wird behauptet, dass es sich um die Überreste eines Fundamentes eines Kühlturms handelt. Könnte es sich tatsächlich um einen Kühlturm handeln? Das Elektrizitätswerk verfügt bereits über 3 Kühltürme und diese sehen dem angeblichen Kühlturm Nummer 4 nicht ähnlich. Warum baute man also einen 4. Kühlturm, der sich dann noch relativ weit weg und zudem auf einer Erhöhung befindet? Und warum hat nur ein Fundament den Krieg überdauert? Wo sind die anderen 3 Fundamente? Sollte dieses Bauwerk wirklich ein Kühlturm werden? Die Ähnlichkeit zu einem echten Kühlturm ist definitiv gegeben. Aber auch diesem Bauwerk, ein moderner Fliegenfänger, wie der Buchautor ihn bezeichnet, sieht die Konstruktion in Ludwigsdorf ähnlich. Was genau es mit dem Bauwerk auf sich hat, kann man nicht eindeutig klären. Solange es keine Unterlagen über diese Anlage gibt, ist jede Theorie reine Spekulation. Weitere dieser Bauwerke sollen sich im Umkreis befinden. Was es damit auf sich hat und ob es sich auch um Kühltürme handelte, ist unklar. Demnächst befassen wir uns genauer mit den sogenannten Wunderwaffen und dessen Ursprung. Freunde, fing gut an zu regnen. Hier ist alles abgesoffen. Der ganze Platz ist nass. Wir standen jetzt gute Stunde in dem Bunker rum und haben im Prinzip gar nichts gemacht. Und ja, jetzt gucken wir uns mal den Iltis an. Der wird wahrscheinlich gut nass sein von innen. Ich würde sagen, wir haben einmal durchgespült. Hier ist alles nass. Alles, oh, guck mal hier. Da steht das Wasser drauf. Gut imprägniert der Seesack. Ja, ja. Alter, es ist all. Au, 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 au. Alles abgesoffen. So, Freunde, hat richtig angefangen zu regnen. Ihr habt es eben schon gesehen. Wir gucken, dass wir jetzt hier wegkommen. Das waren die Moltke-Werke im heutigen Polen. Was hier genau passiert ist, weiß bis heute keiner. Wir kommen nochmal wieder und schauen uns in dem Rückwerk, in dem Bereich um. Da sind Bunker, da ist alles Mögliche noch. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab in die Kommentare. Habt ihr Anregungen dazu, auch ab in die Kommentare. In dem Sinne, Klappspaten-TV ist raus. Mach's gut. Ciao, ciao. Alter, das ist alles da runtergekommen. Guck mal hier, das läuft die Straße runter.